Zurück in Laus, Durchgang 2 dieses zweiten EM-Spiels. Anstoß für die Schweizer Mannschaft. Jetzt von links nach rechts. Keine Veränderungen in einem bislang ausgeglichenen Spiel. Der Debütant Albanien hat eine wirklich gute erste Halbzeit gezeigt. Wer hier mit einem doch eindeutigen Spiel gerechnet hat, wurde eines Besseren belehrt. Aber wir sind gespannt, ob sie das hochhalten können oder ob die Schweizer Mannschaft jetzt nach einer doch wahrscheinlich sehr deftigen Ansprache von Trainer Petkovic zurückkommen wird in dieses Turnier mit Rodriguez. Scharfe Flanke, kein Problem für Etrit Berija. Der eine große Aufgabe hatte gegen Jemaidi. Ansonsten aber ein doch relativ Beschäftigungs am ersten Durchgang hatte, wird sich vielleicht ändern. Denn jetzt ist Kombinationsfußball erkennbar. So müssen sie spielen, das ist die Chance. Berisha draußen, es gibt keine Elfmeter. Aber das war schnell gespielt, schön kombiniert. Seferovic, der den Ball reinspielen will. Und dann ist Albaniens Torwart gerade so da. 5 Minuten nach der Halbzeit gespielt. Die Schweiz jetzt besser. Lenjani, andere Seite gegen Lichtsteiner. Auch das klappt jetzt besser. Schön verteidigt gegen Albaniens Mann im linken Mittelfeld mit Lenjani. Spielt wie auch der Kapitän, wie auch Zahner hier in Frankreich bei Nantes. Aber sie sind querverteilt durch Europas Fußball in Italien, in Deutschland, in der Schweiz. Schöne Chance. Schatiri, dritter Abschluss nach wieder ein Pfiff von Jadon Shaqiri. Zikaneshi, der Mann mit der großen Chance, traf die Latte. Gashi, fehlt die Anspielgelegenheit. Kann es jetzt selber machen, abgefälscht. Und Eckball. Gökhaninder, sie müssen alles reinwerfen. Albanien auch in Durchgang 2. Gleich wieder mit Gashi vorne. Und dann der nächste Standard. Und es kommt der Freiburger für die Rundenbälle. Abrashi. Xhaka. Gashi. Rausgeschlagen. Neuaufbau, zweiter Ball für Albanien mit Zahner und Gashi. Abrashi und ein missglückter Befreiungsschlag von Stefan Lichtsteiner landet sofort bei Lenjani, Hüsey und Bascha. Der Mann, der die Fäden sieht auf der 6er Position. Lenjani, wunderbar gedacht von Bascha. Kurz gespielt, Zikaleschi weiter für Gashi, nächste Chance. Diesmal an Lichtsteiner hängen geblieben. Albanien kommt wieder in die Partie. Nach kurzen Problemen, nach der Pause, sind sie wieder voll da. Und es bahnt sich eine erste Überraschung an. Denn ein Punktgewinn für Albanien wäre natürlich ein erster Schritt. Dass es vielleicht noch viel mehr wird als Gruppenphase. Jetzt wird gewechselt. Seitens der albanischen Mannschaft. Alban Meja kommt. Wir kennen ihn aus der Bundesliga mit Paderborn. Wird also jetzt für Albanien kommen. Bei der Schweiz wird Berami kommen für Jemaidi. Erster Wechsel auch bei Petkovic. Das ist der inzwischen in Italien spielende, früher in Hamburg, Valon Berami. In Watford, Verzeihung, spielt in England beim Aufsteiger des letzten Jahres. Seferovic. Xhaka lässt zunächst mal Bascha ins Leere grätschen. Aber dann ist Abrashi da. Kalender.
Tatiri. Gegen Hüsey. Heftig abgegritscht. Alles fair. Nächster Wechsel bei Albanien. Erdis Kacze kommt für Abrashi. Das ist einer der wichtigen Männer. Der Mann, der in Griechenland spielt. 22 Jahre alt. Hat bereits mehrfach getroffen im Mittelfeld. Jetzt also für die nächsten 25 Minuten für den Freiburger Abrashi. Rodriguez. Unsicherheit von Zahner. Memedi. Shaqiri, die Chance! Ansatzlos! Rechts vorbei, beste Gelegenheit für die Schweiz. Durch Shaqiri. Kurz mal die Lücke, Agoli weit in. Und dann nutzt das Cerdan Shaqiri fast aus. Aber es fehlt immer noch etwas für beide Mannschaften. Auf der einen Seite wunderbare Gelegenheiten durch Gashi. Und hier Shaqiri, bester Mann für die Schweizer. Gehört zu den vielen Spielern mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Sowohl mit Schweiz, auch mit albanischem Pass. Cerdan Shaqiri, er hat sich entschieden, für die Schweiz zu spielen. Gibt auch umgekehrte Fälle, in denen wie etwa Taudan Jaka sich die Spieler für Albanien entschieden haben. Beide Mannschaften doch sehr miteinander verbunden. Das sieht man auch an den Vereinen, viele, die in der Schweiz spielen. Es ist ein hochinteressantes Duell und es geht jetzt in die letzten mit Nachspielzeit. 25 Minuten, 3 Punkte gibt es, aber nur für den, der hier trifft. Der ist ähnlich wie gestern Frankreich spät vielleicht mit einem Tor richten kann. Shaqiri, bester Mann. Nemedi, abgegrätscht von Hüsey. Sie machen das bärenstark, haben auf alles eine Antwort. Da allerdings war Goli weit entfernt. Es gibt Eckball für die Schweizer Mannschaft. Und vielleicht aus einem Standard die Gelegenheit. Zielspieler Seferovic, den Verteidiger Giroud. Sie stehen jetzt alle dicht vorm Tor und erwarten den Standard. So, kurze Verzögerung, weil an der Seite nicht ganz klar war, ob gewechselt werden soll. Das sehen Sie jetzt gerade nicht. Da gibt es heftige Diskussionen beim albanischen Trainer. Aber ich denke, dass es dann gleich weitergehen wird. Aber offensichtlich gibt es da Probleme und deswegen verzögert sich das alles. So, Lichtsteiner, jetzt also Eckball für die Schweizer Mannschaft. Berisha, ganz sicher, selten gefordert. Er wird seinen großen Auftritt noch haben gegen Frankreich. Wir sind hochgespannt, was diese Mannschaft dann im nächsten Spiel gegen den Gastgeber zeigen wird. Die große Frage, mit einem Punkt aus diesem ersten Spiel oder vielleicht sogar mit dreien. Zuletzt die Schweizer wieder etwas besser. Aber hier ist nach wie vor wirklich alles möglich. Eine Partie, die vor einigen Jahren ein einseitiges Duell gewesen wäre, das die Schweizer vermutlich gewonnen hätten, ist heute ein wirklich gutes, spannendes, wenn gleich nicht hochklassiges, zweites Spiel dieser EM. Alba Mea. Das ist Kacze. Schön gemacht. Schöne Flanke. Zikaleschi. Sie suchen ihn. Sie suchen den Mann da vorne. Auch diesmal von Erdis Kacze. Shaqiri. Schön vorbei. Über links. Vorbei an Hüsey. Das ist zu einfach. Flanke zu weit. Deswegen nicht zu erreichen. Aber war da viel möglich für Shaqiri, weil Hüsey völlig weit vom Ball entfernt ist. Hat er den falschen Laufweg genommen und plötzlich war viel Platz für Shaqiri. Xhaka, andere Seite. Viel Platz in der Mitte. Das ist die Chance für Meha. Alba Meha, klasse angespielt. Kein Abseits. Dann ans Außennetz. Es wird nochmal eng. Und der Mann, der inzwischen in der Türkei spielt, bei Konyaspor, hat die nächste Gelegenheit für Albanien. So, jetzt kommt der nächste Mann bei den Schweizern. Memedi geht
Und das ist Mubaonsch. Ein Mann für die Position in der Viererkette. Lichtsteiner damit dann im Mittelfeld. Umstellung also, was die Position des Rechtsverteidigers angeht. So zumindest denke ich mir das. Mubaonsch wird dann in die Verteidigung gehen. Und Lichtsteiner offensiver. So, jetzt ist Mubaonsch erstmal links. Also gleich erstmal alles anders. Edami. Seferovic! Zentimeter fehlen. 10 Minuten vor dem Ende für Seferovic. Aber dieses Muster haben sich jetzt ausgeguckt über die linke Seite gegen Hüsey, zumeist über Shaqiri. Jetzt war es mal Behrami. Das funktioniert und da muss Albanien aufpassen, dass das hier nicht noch schief geht. Zikaleschi. Ballverlust. Die Schweiz mit Gökhaninder und Xhaka. Rodriguez. 5 Minuten plus Nachspielzeit in Laos. Sonst gibt es das erste torlose Spiel. Gleich beim zweiten Auftritt bei dieser EM. Kopfballversuch von Fabian Scher. Innenverteidiger jetzt weit vorne. Partie ist gekippt. Albanien bemüht, den Punkt zu retten, während die Schweizer Mannschaft alles versucht, um hier 3 Punkte mitzunehmen. Es wird eine spannende Sache werden für die Schweizer Mannschaft. Ob es dann am Ende reichen wird, das Weiterkommen sollte eigentlich kein Problem sein. Aber ein Sieg gegen Albanien wäre natürlich wichtig gewesen. Seferovic verlängert. Zahner zu kurz. Und dann Zikaleschi vor Mubaonsch. Shaqiri wieder bei links. Wieder gegen Hüsey. Nächste Flanke. Scher! Diesmal deutlich besser. Fabian Scher, das neue Mittel als Mittelstürmer. Jetzt geht Seferovic und es kommt Embolo für die nächsten mit Nachspielzeit. Schätze ich einfach mal 5 Minuten, 4 Minuten werden es vielleicht. Und das ist der neue Mann, der vielleicht dieses entscheidende Tor machen kann für die Schweizer Mannschaft. Embolo, Stürmer vorne, recht unerfahrener Mann. Aus Basel. 19 Jahre alt, gerade erst im Februar geworden. Ersetzt den 5 Jahre älteren Seferovic. Katze. Zahnerverzeihung, nicht Katze. So, Nachspielzeit läuft im Start. Boulard, Dedelis. Und jetzt voller Druck auf die albanische Verteidigung. Gibt natürlich Räume, in die aber Meas Ball nicht hineinkommt. Juru Rodriguez. Gestern 2 Tore und heute bislang noch kein Tor. Scher, nächster Kopfball, diesmal nicht angekommen. Behrami und Rodriguez. Letzte Aktion vielleicht dieser Partie in Laos. Nächste Flanke, Mubaonsch, Berisha! Kann den Ball nicht festhalten. Eckball nochmal für die Schweizer Mannschaft. Das nochmal Schers Kopfball. Und da muss Berisha nicht rangehen. Wäre weit vorbeigegangen. So gibt es die Gelegenheit aus dem Standard nochmal für die Schweizer. Und eben war Scher so brandgefährlich aus Kopfwellen. Was passiert jetzt? Eckball ausgeführt von Stefan Lichtsteiner. Berisha draußen. Rausgefaustet. Inder nochmal raus für Lichtsteiner. Nächste Flanke abgeblockt. Und es gibt noch einen Eckball für die Schweizer. Albanien muss hier bis zum Ende zittern.
So, das nochmal. Berisha, wenn er den ins Ausgehen lässt, kann er sich alle Zeit der Welt lassen, kann die Uhr runterlaufen lassen. So wird es nochmal dramatisch werden. Erneut Lichtsteiner beim Eckball in der 95. Minute dieses Spiels. Am Ball vorbeigesprungen, Berisha. Und es gibt dann, meine ich, den nächsten Eckball. Denn da war Behrami nicht dran. So, wir sehen die Gelegenheit jetzt nochmal von Albaniens Torwart Idrit Berisha. Und dann also der dritte Standard dieser Schlussphase nach Nachspielzeit weit abgelaufen. Aber die Schweiz bekommt ihre Gelegenheit. Die müssen sie dann nur nutzen. Auch jetzt eine kurze Verzögerung, denn während sie die Zeitlupe sehen, gibt es hier ein Problem bei Torwart Berisha, der jetzt mit seinen Handschuhen ein kleines Problem hat. Die sitzen nicht richtig, jetzt muss erstmal jemand kommen, ein Servicemann, der das also richtet. Und dann hoffe ich, dass es gleich weitergehen wird. Es spitzt sich alles zu in dieser letzten Gelegenheit für die Schweizer Mannschaft. Und hoffentlich geht es dann gleich weiter. So, jetzt die letzte Chance. Lichtsteiner von links beim Eckball. Dritte Ecke und Berisha hat ihn sicher. Und jetzt ist Schluss in Los. Das Spiel endet. Torlos. Schweiz gegen Albanien. Punkteteilung beim Debüt für Albanien. Und das ist ein gutes Ergebnis, auch wenn sie im zweiten Durchgang wenig Chancen hatten. Ein ruhiger Tag dann für Jan Sommer. Aber in der ersten Halbzeit haben sie sich sehr gut präsentiert, hatten die Chance auf das Führungsdurch Zigaleschi. Dann im zweiten Durchgang auch viel Glück bei den vielen Chancen der Schweizer Mannschaft, die allerdings verdient hier nur einen Punkt mitnimmt, damit alles spannend macht. Wir schauen auf die Tabelle dieser Gruppe A mit Frankreich ganz oben mit 3 Punkten, dann die Schweiz und Albanien. Ganz hinten noch Rumänien, das allerdings ein gutes erstes Spiel gezeigt hat und alle Chancen hat, gegen diese beiden Mannschaften vielleicht ja sogar Punkte zu holen. Das geht dann also in einigen Tagen weiter mit dem Spiel der Franzosen gegen Albanien und die Schweizer Mannschaft spielt dann gegen Rumänien. Das also war es zunächst mal für Gruppe A. Es geht dann gleich weiter mit den nächsten beiden Spielen. Gruppe B wird dann beginnen. Die nächsten beiden Mannschaften, die in dieses Turnier starten werden. Dann also melden wir uns um 18 Uhr aus dem Stadion in Bordeaux mit Wales gegen die Slowakei. Und dann um 21 Uhr spät das Spiel in Marseille. England gegen Russland. Zunächst aber bis gleich im Stadion von Bordeaux mit Wales gegen Slowakei. Tschüss aus Lens und bis später.